Tobias Sammet ist zurück mit neuem Material. Munklau heißt das neue Avantasia-Album. Wieder am Album sind zahlreiche Gastauftritte, angefangen von Hansi Kürsch, Mille von Creator, Jon Lande, Ronnie Atkins, Candice Knight, bis hin zu Eric Martin und Bob Catley. Wieder ein sehr strukturiertes und durchdachtes Album, deswegen wird man da wieder öfter in das Album reinhören müssen, bevor man wirklich eine Schlussfolgerung daraus ziehen kann. Aber fangen wir jetzt dann im Track by Track, wo wir jeden Track einzeln durchgehen, wie der Name schon sagt. Los geht's. Bevor es losgeht, vergiss nicht zu abonnieren, um keines der kommenden Metal-Videos mehr zu verpassen. Ansonsten fangen wir jetzt an mit der ersten Nummer, Ghost in the Moon. Tobias Sammet eröffnet das Album im Alleingang und schließt es dann auch wieder im Alleingang. Mit Ghost in the Moon ist aber eher, ich würde sagen, ein unpassender Einstieg. Der Song Alchemy, der auf Nummer 7 ist, der wäre besser geeignet als Einstieg in das Album, finde ich. Aber so, dass dann Tobias den Anfang vom Album macht und das Ende, ist das irgendwie dann auch schon wieder gut durchdacht. Denn es ist eigentlich ein Solo-Projekt. Ja, der Song ist eigentlich gut, ist jetzt nicht überdurchschnittlich und auch nicht schlecht. Deswegen gehen wir weiter zu Platz Nummer 2, Book of Shallows. Hier haben wir einen Gastauftritt von Hansi Kürsch von Blind Guardian. Wir haben einen Gastauftritt von Mille von Creator, Jon Lande und Ronnie Atkins. Auch dieser Song überzeugt mich jetzt nicht so überdurchschnittlich, deswegen ist eigentlich auch nur gut, aber dann kommt das erste Highlight vom Moonglow-Album, nämlich der Titeltrack Moonglow, der auch im Voraus schon released wurde. Gestern ist dann auch noch ein Musikvideo gedroppt und ein Lyric-Video gibt es auch schon dazu. Mit Candice Knight hat er da einen Song geschaffen, der wirklich im Ohr hängen bleibt. Der Refrain, der bleibt einfach hängen. Das gibt's eigentlich nicht, dass es nicht hängen bleibt. Also ich bin komplett überzeugt von diesem Song, bin auch komplett überzeugt vom nächsten, von The Raven Child mit Hansi Kürsch und Jon Lande. 5 von 5 auch für diesen Song. Der Aufbau, die Struktur und Melodie, alles steht im Mittelpunkt. Ich glaube, dass der Refrain überhaupt nur zweimal kommt im ganzen Song. Oder vielleicht dreimal. Auf jeden Fall, er startet sehr langsam und er baut sich eben auf. Und die Harfe am Anfang im Hintergrund. Es ist eben ein sehr durchdachter Song, sehr strukturiert. Ich glaube, der erreicht auch sogar 14 Minuten. Ein absolutes Meisterwerk, wie ich schon vermutet habe, als die Single rauskam und der 14 Minuten stand. Wie oft passiert es, dass ein Lyric-Video kommt, das 14 Minuten lang ist? Weiter geht's mit Starlight, mit Ronnie Atkins. Singt Tobias Sammet dieses Lied, ist wieder so der Durchschnitt. Auf Nummer 6 haben wir dann Invincible mit Geoff Taste und fuck, eigentlich ist das ja nur ein Intro für das nächste Song Alchemy, aber das Intro ist so gut. Irgendwie ist das eine Ballade, mehr oder weniger, und ich finde den Song einfach so überdurchschnittlich gut, dass ich ihn hier erwähnen muss. Das Klavier und die düstere Stimmung, die machen den Song eben aus. Weiter geht's dann, wie schon gesagt, mit Nummer 7, Alchemy. Er startet sehr düster und dann kommt immer so die Gitarre so kurz mal rein, wie bei Spectre zum Beispiel. Also ich hätte den Song als Albumstart genommen. Aber ja, wir haben hier richtig gute Gitarrenarbeit. Wir haben einen Spannungsaufbau, wie schon gesagt. Und der Song überzeugt mich dann auch wieder komplett, da der Refrain dann auch wieder komplett geil ist. Auf Platz Nummer 8 haben wir der Piper at the Gates of Dawn. Hier sind alle Gastauftritte, alle Künstler vertreten, bis auf Mille, Hansi Kürsch und Michael Kiske. Das heißt, es ist ein sehr gewaltiger Song, ist auch einer der längeren und hat mich auch wieder komplett überzeugt. Das Gitarrensolo, das dann auch noch im Song drinnen ist, das war überhaupt, ich dachte mir, fallen dir die Finger nicht ab, so gut war das. Wirklich Gänsehautmomente, aber das lassen wir jetzt mal so im Raum stehen. Weiter geht's mit Lavender. Bob Catley ist hier bei Tobias Sammet vertreten. Wir haben einen guten Refrain, die Stimmung passt, aber im Großen und Ganzen ist jetzt der Song nicht so erwähnenswert. Auf Nummer 10, Requiem for a Dream mit Michael Kiske, und als ich das gelesen habe, dass der da wieder dabei ist,
da wusste ich, es ist wieder ein Hammer-Song, denn zum Beispiel Ghost Lights vom vorherigen Album ist ja auch komplett geil. Schnelles Tempo, hohe Stimmen, perfekt gesetzte hohe Stimmen und die Längen der Stimmen. Abwechslungsreich, ja, der Song überzeugt mich wieder komplett. Auf Nummer 11 haben wir Maniac mit Eric Martin, das ein Cover ist. Ich glaube, dass sogar Eric Martin den Song gesungen hat. Deswegen haben sie da die Rechte irgendwie so, vielleicht. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass ich den Song schon mal im Radio gehört habe. Auf Platz Nummer 12 haben wir den letzten Track, den, wie schon gesagt, Tobias Summit abschließt, ein Alleingang. Es gibt ruhige Passagen, es gibt etwas schnellere Passagen. Ich sage jetzt etwas schnellere, denn sie sind jetzt nicht überdurchschnittlich schnell. Ja, Refrain gut. Ich hätte den Song auch nicht als letzten Song genommen, aber dadurch, dass er dann das Album eröffnet und schließt, ist das irgendwie so ein geschlossener Kreis und das passt dann auch schon wieder, aber der beste Song ist es nicht. Ich hätte zum Beispiel, keine Ahnung, The Raven Child als letzten Song genommen. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen glaube ich, dass ich das Album noch ein paar Mal hören muss, bis ich wieder auf neue Erkenntnisse stoße, wie das immer so ist bei so gut strukturierten Alben wie Avantasia, Blind Guardian, Nightwish teilweise. Da braucht man einfach öfter so einen Durchgang, bis man dann mal irgendwie so das Ganze dann wahrnimmt. Aber ich glaube, dass das auch wieder ein Top-Album vom 2019er Jahr wird. Wie schon gesagt, Rotting Christ auch diese Woche. Eine sehr starke Woche. Wirklich sehr gute Alben diese Woche. Dann geht es weiter mit In Flames, die, glaube ich, auch ein sehr gutes Album abliefern werden. Dream Theater, mal sehen. Ich würde dieses Album wieder auch mit 5 von 5 Sternen bewerten, weil es einfach gut ist. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Abonniert, um keines der kompletten Videos mehr zu verpassen. Gebt einen Daumen hoch, falls das Video gefallen hat. Und dann war es auch schon wieder. Stay heavy!